Was geht, Leute? Willkommen zum ultimativen Box-Battle. Es ist an der Zeit. Ich trete gegen den guten Onkel Shiggy an und jeder von uns beiden öffnet hier eine Hoops-Hobby aus dem heißesten Jahrgang 2021 und der Verlierer muss seine ganze Box an euch verlosen. Also viel Spaß und viel Spaß beim Mitfiebern. Okay, da sind wir wieder, Leute. Und zwar sind wir jetzt nicht alleine. Wir sind mit dem guten Onkel Shiggy da. Sag gerne mal Hallo. Moin, moin. Was geht ab, Jungs? Das ist die Stimme eines Verlierers, Leute. Ja, aber ich bin, wenn ich schlagbar bin, dann jetzt, Bro. Weil ich gerade von der Uni komme. Und ganz andere Sachen im Kopf habe als Karten, leider. Aber, ja. Du bist jetzt auf YouTube unterwegs, ne? Haben die Leute wahrscheinlich schon irgendwo mal gesehen, vielleicht. Ganz genau. Wie kam's? Jetzt seit einer Woche. Seit eine ganz neu. Du weißt, ne? Als Neuling, eigentlich wäre es jetzt so good manner, dass du jetzt einfach verlierst gegen mich. Weil wenn du jetzt direkt gewinnst und dann so neu auf YouTube und dann weißt du so, das wäre jetzt too much einfach. Das wäre too much, denke ich. Aber ich bin ein Rookie, der überzeugt, direkt von vornherein. Ja, du hast auch krasse Box-Opening-Skills, muss man sagen. Was der Mann mir immer schickt, was er an Karten zieht. Ich habe ein bisschen Muffelsausen, ey. Aber mein letzter Pull war die Grand Silver. Also ich bin eigentlich ganz gut im Rennen gerade. Boah, so stark. Einfach 600, 700 Euro Hit, ne? Ich bin gespannt. Geisteskrank. Mo hat die auf eBay gestellt. Ich bin gespannt, wo die endet. Und ich meine, selbst wenn es, ganz ehrlich, realistisch gesehen, die Karte, ich weiß nicht, wo die sich einpendeln wird. Ich kann es einfach überhaupt nicht einschätzen bei Wemby. Wirklich gar nicht. Wirklich. Ja, wichtig ist, dass er die direkt jetzt auf eBay gestellt hat, ne? Die Karte ist frisch. Die ist aus einem neuen Set. Die wird mit Sicherheit nochmal fallen. Aber jetzt am Anfang kannst du da echt starke Preise für rausholen. Ja, ich denke auch. Okay. Was machen wir heute? Wir machen ein Box-Battle und zwar hast du eine richtig geile Box für uns besorgt. Und zwar die Hoops Hobby. Sieht man ja so eigentlich nicht wirklich oft, ne? Also ich meine, du machst die jetzt nicht regulär auf, die Box, oder? Nee, ich habe mir jetzt mal ein paar bestellt aus den USA. An die Box kommst du halt auch immer schwieriger ran, ne? Ist ein alter Jahrgang, ist ein sehr, sehr geiler Jahrgang mit Ant, LaMelo, Tyrese Halliburton, Tyrese Maxey. Du hast da wirklich richtig geile Spieler drin und dementsprechend ist die Box auch beliebter geworden, als sie vorher war. Ja. Und dementsprechend auch ein gutes Stück teurer und seltener. Was zahlt man so oft für so eine Box auf dem offenen Markt im Moment? Du bist der Boah, so 300 bist du, da hast du schon einen guten Preis erzielt, sage ich. Okay, aber wie wir hier sehen, du hast zwei Autogramme garantiert, was hier nicht mehr. Das ist halt das Geile. Ja, das ist richtig geil. Und das ist auch die letzte Hoops-Box gewesen, in der das. Mit zwei Autogrammen war. Also ab 21, 22 sind sie runter auf ein Autogramm gegangen. Ich meine, der Jahrgang, wie du schon gesagt hast, ist ja viel stärker geworden durch jetzt Maxey und Halliburton, was die dieses Jahr halt abreißen. Klar, Ant-Man sowieso, also wirklich richtig geile Sachen bei. Und man hat auch eine richtig gute Chance, irgendwie einen Top-Auto zu ziehen von den Jungs, weil da auch nicht jeder Maxey und Halliburton, die waren jetzt kein Top-One-Pick oder sowas. Ich glaube, Halliburton ist an 7 gegangen oder so. Und Maxey ist irgendwie an 14 oder so gegangen in der Range? Naja, ich glaube 20er Bereich. So spät, ist so spät. Ja. 24, okay. 24, 22. Also als die Aber Box rauskam, war er halt kein Top-Top-Pick. Das ist natürlich immer gut, ne? Ja, safe. Wahrscheinlichkeit ist relativ gut bei den Boxen. Okay, so. Ihr schaut auf jeden Fall beim Shiggy auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Wie gesagt, der Mann ist jetzt zu YouTube rübergewechselt. Macht dort weiterhin seine Breaks, alles mögliche, seine Shows. Guckt da gerne vorbei. Ansonsten auch andere YouTube-Formate. Hast ja gesagt, irgendwie Maildays, mal Personal Box. Du knallst ja auch mal sehr gerne eine eigene Box auf. deswegen, du wirst heute keine Chance haben, ich sag's dir. Ja, mal sehen. Und deswegen schaut da gerne beim Shiggy vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, weil das ist nicht nur mein Part jetzt, mein Video, sondern wir nehmen das Ganze in zwei Parts auf. Erste Video kommt jetzt hier, da öffnen wir gleich die Box. Und das zweite Video kommt morgen beim Shiggy, das Finale dann. Deswegen müsst ihr da sowieso vorbeigucken. Und folgendes, ihr habt es ja schon bestimmt mitbekommen, dass der Verlierer auch bluten muss. Und zwar wird der Verlierer seine ganze Box an einen von euch abdrücken müssen. Also wir öffnen beide Boxen und der Verlierer muss den Inhalt seiner ganzen Box an euch verlosen, an die Community. Und zwar machen wir das wie folgt. Also, ich öffne jetzt gleich diese Box und dann morgen öffnet der Shiggy seine. Und es gibt 3 Punkte. Und wir spielen quasi Best of 3. Den ersten Punkt kriegt derjenige, der die Karte mit dem teuersten Value erzielt. Da gucken wir natürlich, wo Shiggy bei Market Movers, was der Last Sale ist. Wer sich für Market Movers interessiert, Links auch in der Videobeschreibung mit meinem Code.
Wie gesagt, da gucke ich immer den Wert der Karten nach. Last kommt, nur Last kommt zählt, heißt den ersten Punkt Highest Value. Den zweiten Punkt kassiert einer von uns beiden, der die niedrig nummerierteste Karte zieht. Heißt, wenn meine niedrig nummerierteste auf 10 ist und Shiggy seine auf 25, kriege ich den Punkt. Und Punkt Nummer 3 kriegt derjenige, der die meisten Hits in seiner Box hat. Was ist ein Hit? Wir haben einen Hit definiert für ein Patch ist ein Hit, ein Autogramm ist ein Hit, eine nummerierte ist ein Hit und darüber hinaus jede Karte ab 10 Euro wert ist auch ein Hit. Das ist der dritte Punkt. Und derjenige, der die meisten Punkte hat, gewinnt das Battle und der Verlierer muss seine komplette Box abdrücken. Heißt das echt? Ja, sehr, sehr. Ich wollte gerade sagen, ne? Ey, dann kann sogar, fällt mir gerade ein, der Verlierer die stärkste Karte als. Alter, krass, hast du dir echt gut überlegt, Mann. Das ist ja das Spicigste, weil sonst wäre halt eine geile Karte instant K.O. gewesen, aber ihr wollt ja auch was davon haben und ihr könnt jetzt sogar hoffen, dass jemand eine Knallerkarte zieht und derjenige kann sogar das Ding verlieren und muss. Scheiße, Mann. Okay, geil, 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 geil. Shiggy wusste übrigens nicht, dass wir die Box verlosen. Das habe ich gerade spontan entschieden. Wir machen das so. Wir machen das machen wir so für die Community. Genau, deswegen, ich hoffe, ihr habt da Spaß dran, ihr fiebert da mit. Was müsst ihr machen, um teilzunehmen? Einfach einen Kommentar unter diesem Video da lassen. Schreibt einfach, wer ihr denkt, wer das Battle gewinnt. Und morgen Shiggys Video genauso kommentieren. Also ihr müsst, um teilzunehmen, bei beiden Videos einen Kommentar da lassen. Wäre natürlich sehr cool, wenn ihr trotzdem auch einen Like und ein Abo, einen Like und ein Abo bei uns beiden da lässt. Gerade der Shiggy, wie gesagt, ist ganz neu dabei. Guckt da gerne vorbei. Lasst da ein Abo da, wenn ihr es bei mir noch nicht gemacht habt, auch gerne. Es hilft natürlich immer uns Creatern, wenn Likes und Abos da sind, dass das Video mehr Leute sehen. Aber um teilzunehmen, Kommentar da lassen. Part 1 jetzt, Part 2 morgen bei Shiggy. Und die Auslosung findet dann live bei Shiggy im Livestream statt. Ich versuche auch am Start zu sein. Am 3.2., jetzt kannst du mal kurz erzählen, ist deine nächste Show auf YouTube, ne? Genau. Am 3.2. Machen wir einen Boxbreak auf YouTube. Da wird auch noch zusätzlich meine Keegan Murray 101 verlost. Und dann machen wir direkt im Anschluss daran die Verlosung von hier dem Giveaway, also von der Box, von der Verliererbox. Von der Verliererbox. Hoffentlich. Ab 20 Uhr geht's los. Genau. Guck da gerne vorbei. Wenn Spots sind noch verfügbar oder bist du ausgeliefert? Ja, genau. Auf meinem Shop, oskratz.de. Spots sind noch verfügbar auf dem Shop. Guck da vorbei. Wie gesagt, dann Samstag die Show bei Shiggy. Und die Auslosung für die One of One und die Auslosung von dem ganzen Zeug hier. Und wir fangen jetzt an. Ihr wisst, ihr kennt mich, dieses Video wird länger gehen als Shiggys Video. Das entscheidet, weil ich bin gespannt, Mann. Also, lass dir Zeit, genieße es. Alter, 24 Packs. Das wird ein Stundenvideo, Shiggy. Ach du Scheiße. Klar, alles klar. Let's go. Also, wir machen das. Sag meiner der Freundin, heute gibt es kein Abendessen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich sagte, die sollen mir das schon mal warm machen später. Geil, ey, die sehen ja richtig geil aus, die Packs. Also, wir machen jetzt alles auf. Ich versuche ein bisschen die drei Hits-Kategorien hier liegen zu lassen. Und dann werden wir ganz kurz am Ende einen Cut machen und das Ganze zusammenzählen und dann nochmal euch erzählen, was mein dickster Hit ist, was meine niedrig nummerierteste ist und wie viele Hits ich hatte. Und dann würde ich sagen, let's go. So ein schönes Ant-Man-Auto. Gut, hier sind echt viele Base-Karten halt drin, ne? Aber auch die Base-Rookies, ohne Scheiß, sehr geil. Von Ant-Man, Tyrese, die werden immer seltener. Hast du recht. Oh, Isaac O'Call, der war doch der vierte Pick oder so, ne? Ja, leider ein bisschen abgenippelt, der Arme. Boah. Oh, Cole Anthony war da auch drin, ne? Boah. Krass, ja, stimmt. Quickly auch. Oh, Quickly. Und war da nicht dann auch Obi Toppin drin dann? Yes, sir. Alter, geil, ey. Wahnsinn, ich finde ja auch, ich öffne ja öfters mal diese Underpaid-Ding jetzt, Box Pack Edition, ne? Und da feiere ich auch so geisteskrank, wenn der verschiedene Jahrgänge reinpackt, weil irgendwann ist es so ermüdend, immer die gleichen Rookies zu sehen. Ich meine, dir geht es ja wahrscheinlich, bei dir ist es noch schlimmer wahrscheinlich. Safe. Deswegen, ich habe jetzt viele von dem Jahrgang bestellt, weil ich einfach wieder Abwechslung ins Spiel bringen will. Okay, guck mal, ah, nee, ich dachte, es wäre Maxi von den Farben. Hm. Ah, Jordan Nwora ist da auch drin, ne? Alter Schwede. Ja, aber ich habe ja auch schon mit German Trading Cards Max darüber geredet. Ich weiß nicht, ob ihr beim gleichen die Boxen euch holt oder so, aber es ist halt unfassbar teuer, ältere Jahrgänge zu kaufen, ne? Ja, safe. Also gerade beim Großhändler und sowas, die sind meistens sogar teurer als die Einzelhändler bei alten Boxen, weil die halt auch einfach keine Mengen mehr da haben, ne? Krass, ey. Oh, was haben wir hier? Irgendwas Glitzerndes? Aaron Neesmith, der ist ja auch da drin. Es sind halt auch schon mittlerweile. Gut, der spielt sogar gut bei Indiana, ne? Aber es sind mittlerweile auch echt viele Spieler dabei. Hier Robert Woodard.
nach 2 Jahren, so ganz viele Second-Round-Picks und sowas, spielen halt nach 2, 3 Jahren schon gar keine Rolle mehr in der Liga, ne? Ja, das halt, stimmt. Das halt das auch stimmt. So ein paar Spieler. Oh, war da ein Auto? Scheiße. Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Oh, bitte, ich muss gewinnen. Ist wahrscheinlich umgedreht. Das ist mein erstes Battle. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben, ne? Ob es in den Kommentaren ist oder auf Insta. Folgt dem Shiggy da auch gerne rein. Guck mal, Anthony Simons. RJ Hampton, das ist auch so ein Spieler, der echt gehypt war am Anfang. Dann doppelt RJ Hampton, super. Und Nick Richardson, Alter, bis jetzt. Auf jeden Fall noch keine nummerierte, kein Hit. Ist da irgendwie in der Box was garantiert nummeriert ist, dass jeder irgendwie 5 Stück hat oder ist es random, so ein bisschen? Oh, da bin ich jetzt leider auch ein bisschen überfragt. Also es sind auf jeden Fall, ich sag jetzt einfach mal, 1, 2, 3 nummerierte sind eigentlich Pflicht, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viel on average sind. Ah, okay. Boah, ich bin richtig am Durchhasseln hier, Alter. Oh, was haben wir hier? Legends of genau. The Game, aha. Was ist das denn? Dave Cowens, egal. Nummerierte zählt erster als Punkt. Hit. Erster Hit. Let's go. Und meine, du musst erstmal 199 schlagen jetzt. Die legen wir mal hier hin. Die gibt's auch als 999-Variante, oh, ja. Glaube ich. Ja. Wir legen die mal hier hin. Also das ist meine erste Kategorie, die bleibt. Und dann haben wir noch Kenyon Martin und Elijah Hux. Okay, erster Punkt für die Hit-Kategorie. Boah, ich finde das geil, das Format. Das müssen wir öfters machen, ey. Wenn ihr das feiert, lasst uns wissen. Ich feiere das sowieso, mit anderen Leuten was zusammen zu machen. Na klar, jeder hat so seine Stammformate, weißt du? Aber dann mal ein bisschen so Abwechslung reinbringen, ist immer geil. Ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Boah, LeBron, ein bisschen Farbe, sagst du. Vor allem, jetzt ist eh bei mir halt... Was hast du da? Nein, ah, ich dachte schon eine Redemption, ja. Oder so. Redemption wäre Bruch, ne? Wäre Bruch? Oh, wäre wahrscheinlich Bruch, also mit höchster Wahrscheinlichkeit. Ich sag jetzt da sogar ist mit... noch eine nummerierte Bruch. Was? Auf 699. Ah, dann war es auf 699, nicht auf 999, okay. Alter, ich wusste, da sind auf jeden Fall sehr hochnummerierte auch dabei. Okay, wir haben die zweite in unserer Hit-Kategorie. Josh Green war da auch drin, Killian Hayes. Ach du meine Güte. Also die Karten werde ich später sleeven, Leute, ne? Weil sonst, wenn wir jetzt anfangen zu sleeven noch, dann sitzen wir euch echt lange hier. Also der größte Bruch wäre, glaube ich, eine LaMelo Redemption, ne? Also ist ein geiler Rookie, aber LaMelo hat leider nicht unterschrieben. Oh. Und die ist dann auch zu 99%, nein, die ist zu 100% dann abgelaufen, ne? Oh, kriegst du halt Panini-Points oder so. Oh, Panini-Points, hör auf, habe ich letztens doch schon gezogen. In der No-Huddle-Ding. Dann streng dich an. Ja, ich bin mein Bestes, aber ich bin auch kein Profi, ich brauche da noch die Breaker-Ausbildung. Du brauchst erstmal Handschuhe, schwarze Handschuhe. Ey. Wenn ich die auspacke, ist Feierabend ja, gleich. Ja, sieht immer so wirklich, ich denke immer, ich bin im ganz Film. Aber bist du auch überrascht, wie gut die Produkte aus dem Jahrgang bis jetzt ankommen? Ich dachte echt, da gibt es einen größeren Bruch. Bei 23, 24? Ja. Oh, schönes Ding. Zero Gravity. Ich denke nicht, dass die über 10 geht, aber trotzdem. Ich hatte es auch mit Max drüber, wie gesagt. Auch der macht ja auch Football und so. Und ich dachte echt, boah, da geht gar nichts ohne die Top-Rookie-Autos. Aber die Leute haben echt... Ist das bei Football auch so? Mit den Top-Rookies? Ja, CJ Stroud hat kein Auto zum Beispiel. Das ist so wild, ne? Ja, das ist geil. Also ich bin ehrlich, ich bin davon... angewidert wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich finde es einfach nicht geil. Ich finde es einfach nicht geil, weil das ist der Chase. Klar, eine Prism 101 von Wemby, gut, dann hast du deine Millionen zwar trotzdem, aber keine Ahnung, Mann. Es ist doch das, worum es geht, oder? Um die Unterschriften. Das ist einfach so. Ja. Irgendwie geht es auch um die Unterschriften. Da haben wir LaMelo's Hoops Rookie. Ja, auf jeden Fall. Einfach der Eye Appeal ist einfach größer. Und ich finde halt, ich hatte ja auch Bock. Sind wir ehrlich, ich hatte auch Bock auf eine Prism Hobby. Ne? Gerade nachdem ich die Blaster geöffnet habe. Aber was kostet das Ding? 900 Euro im Verkauf. Und du hast halt nichts, was irgendwie Wert hat, außer die Wemby-Nummerierten, ne? Selbst so eine Scoot Henderson Rookie Number auf 100 kostet ein Huni oder so. Oder keine Ahnung. Echt? Die kosten... Das ist schon sehr günstig. So, ich habe ja diese Cracked Eyes von Scoot gezogen danach in meinem Blaster noch. Und ich dachte schon, dass die so 50, 100 Euro geht. Die kostet halt 10 Euro. Crazy, okay. Also du hast halt. Ja gut, aber ich denke da, jetzt gerade ist halt der Wemby-Hype so abnormal, dass der Hype von den anderen logischerweise ein bisschen abflacht. Aber wenn du jetzt hier mal so einen Brandon Miller oder so guckst, der Junge ist so brutal. Das sind keine schlechten Spieler, nein, absolut nicht. Nee, also
Und ich sag davon, die nummerierten Prisms, die werden sich auch relativ stabil halten, weil es halt gerade keine Autogramme gibt. Ja, ne? Und du wirst ja auch nie wieder Rookie-Autogramme bekommen. Ich meine, okay, die haben jetzt hier bei Bowman U, also College, unterschrieben. Ne? Da sind halt die Preise auch komplett geisteskrank. Ich habe jetzt eine Wemby-Base gezogen. Die geht für 2-3K. Ne? Was? Alter, ja, eine Wemby-Base. Ne? Ja, genau. Ja, stimmt. Warte, ist die nicht bei PSA oder so? Nee, die geht jetzt dahin. Hier. James Harden. Oh nee, warum nicht? Aber die ist cool, ey. Die Karte ist geil. Ja, City Edition. Boah, die sind richtig, richtig nice. Okay, wir haben noch immer noch. Oh Gott, CJ Ellaby, der schlechteste Rookie, den wir jemals gedraftet haben. Der hat wirklich, also wirklich, du bist wirklich ein Gott am Ball im Gegensatz zu dem. Also den hast du nicht Basketball spielen sehen dürfen. Das war soll geil. Das heißen, Mann? Du hast mich ja noch nie gesehen. Ey, Erfurt, Bro. Ich will dich sehen am Ball. Ja, ja. Hab ich gehört. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich da. Vielleicht irgendwie eine Schulter ausgekugelt habe oder so. Zufällig, ja. Gibt es da eigentlich hier Case-Hits oder sowas in Hoops? Oh, ey, wie gesagt, ich habe das Produkt auch echt noch nicht oft aufgemacht, ne? Klasse. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Gibt es in Hoops Case-Hits? Oh, was ist das? Machen wir langsam. Ah, we got next. Ah, ja, okay, sure. Ja, bis jetzt, was Highest Value angeht, bin ich noch ziemlich tief. Die Messlatte ist noch nicht hoch. Warte mal, ich habe echt schon viel geöffnet von den Dingern. Ich rush doch ganz gut durch für meine Verhältnisse. Ohne Scheiß, ja, ich bin stolz auf dich. Alter, ich weiß noch, als ich die Select geöffnet habe, das war wirklich die Box, die mir am allermeisten Spaß gemacht hat bis jetzt, die Select Hobby. Hast du eine Select Hobby aufgemacht? Ja, 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 das war damals meine mit Abstand dickste Box. Wann war das so? Oktober oder so? Da habe ich echt ewig gebraucht, ich habe so gezittert. Ich fand Select so geil, wirklich. Das sind da 12 Packs, ne? Ist das was? Nee, ne, oder? Nee. Nee, okay, ist Chris Paul, City Edition. Aber die sehen geil aus, ne? Mit dieser Steinwand-Hintergrund. Mit dieser, ja, gefällt mir. Pritchard, der spielt auch echt guten Basketball. Ah, Patrick Williams ist da drin. Ne? Warte, er war Nummer 4 Pick in dem Draft und Isaac Okoro war dann die 5. So rum war's. Sicher? Wer war denn 3? LaMelo. Und 2 war James Wiseman, Bro. Ah ja, stimmt! Ja. James Wiseman, Digga. James Guck mal, den Typen hat man einfach komplett vergessen, komplett ne? Komplett vergessen. Also wirklich, was mit dem passiert, ist auch krass. Mein Goldjunge Ben Caro hat ja auch wieder gut abgerissen gestern. Ja, da krieg ich auch noch ein schönes Ding. Ich sag dir ehrlich, ich habe ja 2 geisteskranke Dinger von dem Incoming, ne? Ich kann, das erste, was ich morgens mache, ist aufstehen und gucken, wie Ben Caro gespielt hat. Ich schwöre, das ist einfach wie wenn man Aktien vom Club hat oder so, ne? Und warte mal, Detroit? Nee, ist Now Playing, glaube ich. Ja, okay, ich hatte nämlich schon Angst, weil Detroit wäre, ich dachte, es ist Saben Lee. Dann wäre hier Vollbruch gewesen. Oh, Killian Hayes. Marcel ist auch da auch drin, Bro. Ey, stimmt, Mann. Den hab ich ganz vergessen. Und Nico Mannion, geil. Yo, Nico Mannion. Ist so ein hübscher Zeitgenosse. Aber warte mal. Ja, aber Killian Hayes wäre auch total Bruch. Sag ich dir ehrlich. Ja, safe. Alter, aber irgendwo muss jetzt mal was kommen. Ich habe das jetzt noch nicht so ganz vorgelegt. Sonst wird es eine einfache Geschichte für dich hier, ey. Ich habe die Box schon aufgemacht und wieder komplett verschweißt. Ja, ich habe die Autos rausgeholt. Ich hab ja eine gute. Ey, guck mal, die KD, Mann, die erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Next Day. Keine Ahnung. Ja. Weil der Hit, das ist. Kevin Durant ist, glaube ich, in dem Set die einzige Karte, die so einen komischen Background, also die gar keinen Background eigentlich hat. Ja. Genau. Also, ich habe ja eine gute Box bestellt. Was ist das denn? Austin Rivers, egal. Nummerierte 99. Musik. 99 muss man erstmal schlagen, sag ich dir ehrlich, bei Hoops. Ist aus Hoops? Ist aus Hoops schwer, ja? 99. Oh boy, es ist meine niedrig nummerierteste und es ist ein Hit. Also bis jetzt, wir haben auch noch keine Anthony Edwards Base gezogen. Also, wir haben bis jetzt 3 Hits und 99 gilt es zu schlagen damit. Und über Value wollen wir nicht reden, weil ich glaube, ich habe noch keine Karte, die ansatzweise irgendwas wert ist. Also wirklich, Bro, das ist bisher, aber ich habe noch 2 Autos. Und da glitzert es. Baby. Gönn was Geiles. Kevin Porter. Ähnlich Insert. Oh, Michael Porter Jr., wie geil sieht die bitte aus? Die wird auch nummeriert sein, glaube ich. Ja. 199, okay, aber die Schrift sah richtig heftig aus. Und dachte, es wäre so eine geisteskranke Karte. Jaden McDaniels ist da auch drinne. Digga, der Jahrgang ist geil. Der ist einfach geil, ohne Scheiß. Der Jahrgang ist richtig heftig. Ich feiere Jaden McDaniels übelst. Also ich leg mich fest, letzte 5 Jahre, klar, 18, 19, ne, wegen Doncic allein und Trae Young. Shay wegen Shay, Bro. Ja, und SGA, klar. Ja.
Und dann kommt 2021. Safe, ja. Ja, spätestens dieses Jahr ist das klar. Aber jetzt mal Real Talk, SGA MVP? Boah, ich habe ja so eine kleine Simper. Ja, ich bin 76er-Sympathisant, sagen wir mal so. Ja. Und, oh, warte, aber das mit Embiid ist halt auch immer so ein bisschen fragwürdig, weil er so viel verletzt ist. Ich glaube, wir haben unser Auto, Bro, unser erstes. Echt? Okay. Oh, ah, Desmond Bain, stimmt, der ist ja auch da, Alter. Digga, wie viele, und ne? Und Maxi, da ist Maxi und Bain. Jawohl, ah, das nice. Das heißt, dass wir ein scheiß Auto ziehen, safe, ne? Nein, chill mal. Nikola Jokic. Nochmal so eine... Ey, die ja? City Editions aus dem Jahr sehen richtig cool aus. Neue PC? Ja, noch eine Side-PC, ne? Moin. Warte, ich bin ja, ich kann ja auch nicht filmen, weil ich hab nichts. Warte, oder? Oder warte, ich hab so, doch, ich hab so ein Ding. Boah, Junge, Certified Breaker. Die war quer, hab ich gesehen, die Karte. Okay, dann ist das Hot Signatures, glaube ich. Oh, Rookie, ich bräuchte was, weil mein Value bis jetzt ist echt im Keller. Oh, nee, ich hab's gesehen. Wer ist es? Ja, ist ein Bruch. Ist ein Bruch. Oturu. Ich zieh auch immer Clippers-Autos, ne? Oturu. Nicht mal nur... Oh, nee, ist ein Bruch. Was die gibt's auch auf 25. Boah, die wird 5 Euro kosten. Und das Problem ist, ich leg die mal als Highest Value hier hin. Aber das Problem ist jetzt, das war mein Rookie-Auto. Wie wahrscheinlich ist, dass noch ein Rookie-Auto da drin ist? Möglich. Ja, oh, ich will jetzt nicht sagen schwer. So ich kann es dir echt nicht sagen. Keine Ahnung. Oft ein Rookie und ein Veteran, ne? Ja, sehr oft, ja. Oh, Daniel Oturu. Wie viel der Pick war der denn? Oh, keine Ahnung. Soll ich mal nebenbei gucken? Ja, guck mal. Wir müssen auf den Kinder hauen, Leute. Wenn Shiggy seine Flasche im Raum rumwirft. Oh, wir müssen auf ein Wunder hoffen, Leute, dass wir ein zweites Auto haben, das richtig hittet. Sieg Nagy war da auch. Und da ist er, James Wiseman. Zweiter ja, Pick. Stark. Super. Wie viele Packs haben wir denn noch? Oh Mann, ey. Wie gesagt, lasst sehr gerne ein Abo und ein Like da, Leute. Das gleiche bei Shiggy auch. Wie gesagt, ist jetzt aktiv auf YouTube am Start. Checkt den Shop aus. Würde uns sehr freuen, wenn euch das Ganze gefällt. Lasst uns sehr, sehr gerne wissen. Dann versuchen wir das öfters einzurichten. Macht auf jeden Fall mega Laune. Und ja, lasst einen Kommentar da, um auf jeden Fall teilzunehmen am Giveaway. Und checkt sehr gerne Market Novas aus, wenn ihr wissen wollt, was eure Karten wert sind. Wie zum Beispiel diese wunderschöne Danny Avdija. Warte mal, nein, jetzt habe ich was verweckt. Nee, Avdija, jetzt weiß ich es wieder. Warte mal. Patrick Williams, warte mal, Ant-Man war der erste Pick. James Wiseman war der zweite Pick. LaMelo war der dritte Pick. Patrick Williams war der vierte. Avdija war der fünfte. Und Okoro war der sechste. Und Halliburton der siebte. Stimmt es so? Fragst mich was, komm. Ich schaue es mir jetzt an. Nee, interessiert mich. Ich find auch gerade irgendwie nichts über Oturu. Der ist so unrelevant. Ah, doch, hier ist er. Runde 2, 33. Pick. Ja, super. Klasse. 5 Euro max. Aber ich bin ja ein echter Fan von Hoops, diesen Hot Signatures, ne? Ich habe ja von Sharp, das war mein allererstes Auto auf 25. Und ich habe die beiden Second-Tier-Autos von Sharp aus Hoops auch da neben mir liegen. Also ich mag das Set vom Design ultra gerne. Auch wenn es natürlich eher ein Lower-Set ist, da ist das zweite Auto drin. Warte kurz. Ja, du musst kurz... Willst du wissen, welcher Pick Tyrese Halliburton war? Ja, 7? Nein. Warte weiter. Tyrese Halliburton. Ja. Der war doch irgendwie. Na komm, das Video gibt es übermorgen sonst. 12. Pick. Boah, okay, warte, aber okay. Ant-Man, Wiseman, LaMelo. Genau. Ah, nee, Patrick Williams. Ja. Avdija, Okoro. Nein. Wo bin ich falsch? Okoro, dann Okongwu, dann Killian Hayes, dann Obi Toppin, Avdija und dann Jalen Smith. Und zwischen Jalen Smith und Halliburton war noch Devin Vassell auf der 11. Alter, mein Gott. Tyrese Maxey auf der 21. Und wir ziehen jetzt Tyrese Maxey, sage ich jetzt. Anthony Edwards, Base. Da kann nice. Da auch jetzt mal Ant-Man Auto drin sein. Für den Random God. Bitte. Oh, und Quickly. Oh, zwei gute Rookies. Dann ist da nichts mehr drin. Was ist mein Auto? Portland. Hä? Nee. Also wenn die, okay. Bro, ich sage jetzt ehrlich, wie es ist. Wenn ich hier ein CJ Ellaby Auto ziehe, dann lose ich irgendwas nach oben drauf, weil das ist wirklich geistesgegenwärtig, wenn ich mir den geben. Warte, ist das mein Auto schon? Ist das mein Auto? Ja. Ja. Aber warte, ist das, wie rum muss ich es machen? Andersrum. Ich weiß nicht, ob Dame unterschrieben hat. Ich glaube nicht. Nein, das ist kompletter Vollbruch. Okay, andersrum, ne? So rum. Du kannst auch erst, ich zeig immer erst gerne die Buchstaben.
Aber wie? Ich verstehe die Karte nicht. Bro. Die ist glaube ich, schräg. Die müsste schräg sein. Dame. Ist ein... Nein, was ist das denn? Du bist Jason. Warriors? Hä? Oh, oh, da ist Dame. Mann, da ist er. Die falsche oh. Karte. Oh, oh Mann, Sippy. Was Jason machst du denn da? Richardson. Egal, mit Inscription, die ist mehr wert. Hashtag 23. Um Gottes Willen, Bro. Also aber die sehen geil aus, Bro, ne? Klar, der falsche Spieler, aber diese Hot Signature oder Hoops Inc. sind echt geil. Bro, die sieht wunderschön aus, die Karte. Ich feiere die, wie gesagt. Aber das, also die zwei Autos sind hart. Also wirklich hart. Ja, das stimmt. Boah, was hast du mir da besorgt? Ey, abgewogen, sag ich, wie es ist. Boah, ich weiß auch gar nicht. Abgewogen. Ey, ich dachte, das ist die letzte Karte, dann Portland. Oh, ja, so ein Dame-Auto, ne? Ein Dame-Auto. Aber der hat letztes Mal unterschrieben 2017, glaube ich, oder so. Oder nee, ich glaube, ich habe ein 18er. Oder? Ne, 17-18 Revolution-Auto, ja. Irgendwie so. Könnte sein. Also, es kann jetzt eigentlich nur noch Ant-Man Warner von Rookie retten. Hau raus. Oh, jetzt hau ich einen Ant-Man Warner von Rookie raus. So, oh, was ist das? Die ist aber schön. Hypnotized, die ist auch schön. Die ist super schön. Aber jetzt nicht nochmal oder so, nee, nee. Oh Gott, ey, Leute, das war's nicht, die Autos. Oh Gott. Guckt euch die Box genau an, Leute. Hofft auf jede schöne Karte, weil ich denke, diese Box wird verlost. Ich glaube, dass diese Box verlost wird, sage ich auch, ey. Im Moment. Obwohl, man weiß nie, wenn jetzt da noch ein ultimativer Pressure kommt, ne? Ant-Man auf 10 oder so. Aber. Kevin, ah, ich dachte schon wieder nummeriert. Nummeriert hast du aber eigentlich? Wie viele? Vier, fünf? Vier. Aber die ist auch richtig geil, die Karte, ne? Tribute, Holo. Das ist eine richtig schöne. Jetzt habe ich schon mal Bock, die Box nochmal zu öffnen, weil so kann ich die eigentlich nicht stehen lassen. Ja, fuck, machen wir nächsten Monat ein neues Battle. Ja, super, nächstes Battle. Oh, die Autos sind hart. Aber es ist immer so, Bro, in jeder Box bis jetzt, die ich geöffnet habe, wo zwei Autos nummeriert, garantiert waren, eine Veteran, eine Rookie-Auto. Ja, ist sehr oft so, auf jeden Fall. Oh, Daniel. Man deswegen so eine geile Karte ziehen, ich weiß es jetzt schon. Donruss Choice ist einer der geilsten Produkte. Du hast zwei garantierte Autogramme, die Box ist Preis-Leistung gut. Ui. Und du hast zwei garantierte Rookie-Autos. Die ist ja auch geil, die Karte, guck mal. Was ist denn das? Legends of the Ball, Wild Chamberlain. Die ist super geil, ey, ohne. Ja, Mann. Und da ist er, Halliburton. Och, Mann, ey. Aber du hast jeden Base Top-Rookie schon mal gezogen. Ich habe jeden Base Top-Rookie. Also für euch wahrscheinlich dann, ne? Base Top Rookie, da waren echt ein paar schöne City Edition Karten und die Wild und ein paar Numbers. Also kann man auf jeden Fall machen. Ich meine, mich würde mal interessieren, für was so eine Ant-Man PSA 10 geht. Ich sag dir ehrlich, ich glaube so 40 Euro max. Ja, kann eigentlich nicht viel sein aus Hoops. Ne? Alter, wie geil sieht die aus? Guck was mal. Alter, mal Russell. Ohne Scheiß, wie geil ist die Karte bitte? Die haben echt geile Inserts, ne? Mhm, richtig mega. Das hat mich. Okay, das war's, Leute. Gut, das war unsere Box. Wir gehen jetzt ganz kurz off und checken, was meine teuerste Karte war. Und dann sagen wir euch, was Shiggy in seinem Video morgen schlagen muss. Also bleibt dran, bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Ging schnell, weil so viel zu checken gab's ja nicht. Wir haben die ganzen Preise natürlich, wie gesagt, per Marktmovers gecheckt. Da könnt ihr alle Preise für eure Karten euch raussuchen. Ihr könnt das Ganze gerne testen. Alle Infos in der Videobeschreibung mit meinem Code könnt ihr es auch 14 Tage, wie gesagt, kostenlos testen. Danach habt ihr 20% for life. Und rausgekommen ist, dass diese gute Jamorant Hypnotized die teuerste Karte in meiner Box war. Und der Last Sale lag bei 8,25 $. Das ist die Messlatte für dich, Shiggy. Wie confident bist du, dass du da drüber gehen kannst? Ah, ich sag mal so, wenn ich nicht mindestens eine 25-Dollar-Karte ziehe, wird meine Box auch noch verlost. Oh, drauf. Ansage. Das ist meine Ansage. Aber bei deinen Glückshändchen traue ich dir das definitiv zu. Also, wir haben 8,25 beim Value zu schlagen. Auf jeden Fall schon mal gut vorgelegt von mir. Dann haben wir auf 99 zu schlagen, was die Nummerierung angeht. Das ist meine Vorleistung. Und wir haben insgesamt leider keine Karte über 10 Dollar gezogen. Sehr, sehr schade. Super Sache an sich. Aber wir haben 6 Hits quasi gezogen. Heißt, 4 Nummerierte und 2 Autogramme ergibt 6 Hits. Heißt, du musst schlagen 8,25 Dollar für den ersten Punkt, Nummerierung unter 99 für den zweiten und 6 Hits für den dritten Punkt. Und das würde ich sagen, war
Part 1 des Ganzen. Morgen kommt auf Shiggy seinem YouTube-Kanal, Link in der Videobeschreibung, das ganz große Finale, ob er es schafft, meine Wahnsinnsbox zu schlagen. Und wie gesagt, er hat ja gerade gesagt, wenn er keine 25-Dollar-Karte zieht, verlosen wir sogar beide Boxen an euch. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und guckt auf jeden Fall morgen bei Shiggy rein. Und du hast die letzten Worte. Wie confident bist du, Shiggy? Ich sag mal so, ich werde morgen gut frühstücken und dir volle Rübe eins verpassen. Auch, du musst auch gut frühstücken, weil du musst abliefern, Shiggy, wirklich. Anders wird es schwierig für dich. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen beim Shiggy. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.